Das wird jetzt wahrscheinlich unser Bus sein. Es ist halb sieben abends. Start ist um sieben. Aber wir müssen alles einpacken und einchecken und das wird unser Bus sicher sein. Ja, so sieht der Bus ganz bequem aus. Wir wollen uns immer kurz zusammengeben, aber wir haben gerade getauscht. Ich hoffe, dass das so klappt. 7 Uhr und es geht los. Der Bus knippelte voll. Aber die Sitze sind bequem, aber sieht alles ganz gut aus. Und Sydney weint, weil wir fahren. Tschüss, Sydney, wir weinen auch ein bisschen. Jetzt sind wir auch mal über die Harvard drüber gefahren. In die Richtung sind wir noch gar nicht gefahren. Einmal gelaufen, aber jetzt ist alles neu für uns. So, wir sind in Brienly angekommen und machen uns jetzt auf den Weg zu unserem Hostel, das wir hoffentlich finden werden. Hübsches Örtchen. Fällt uns ganz gut, was wir bisher sehen. Ich bin ausgeschlafen, dank Schlaftablette. Benedetto ist todmüde, er hat heute mal nicht geschlafen, was ganz was Neues ist. Das Hostel macht einen anständigen Eindruck. Hier ist ein kleiner Pool. Die Zimmer, wir kennen unser Zimmer noch nicht, weil wir erst um 12:30 einchecken können. Aber alles andere, Küche und so, können wir jetzt schon benutzen. Und Benedetto liegt jetzt im Ruheraum und ruht sich ein bisschen aus. Und unser Hostel von außen. Darunter ist wohl nichts mehr los, darum gehe ich da jetzt auch nicht lang, sondern da lang, direkt neben der Hostelbaustelle, aber das stört uns nicht. Und da soll der Strand sein. Mal sehen, wie lange ich da laufe. Ich laufe auf der anderen Seite, da sind wir gefestigt. Es ist jetzt 7 Uhr morgens und die Temperaturen sind noch sehr, sehr angenehm. Woolworths auch gleich 3 Minuten weg. Hier gibt es bei Woolworths auch Lebensmittel. Auch Aldi habe ich schon gefunden. Aber wir bleiben ja hier nur 3 Nächte. Also braucht man sich gar nicht so einverheimeln hier. Ein wirklich süßes Städtchen hier. Wenn der Strand jetzt noch genauso schön ist, bin ich happy. Und das wird der Weg wohl zum Strand sein. Erster Blick aufs Meer. Brienly Bay. Na, das sieht doch schon mal klasse aus. Ich habe mein Bikini nicht drunter. Aber nicht genug. Es ist noch so schön leer. Also nachher wird es bestimmt voller. Also gleich merken für morgen früh, Strandtime bis morgen von 7 bis 8. Danach können wir was anderes machen. Aber morgen früh werden wir an den Strand gehen. Ich kann auch hier frühstücken. Dann werden wir sehen. Und so sieht dann der Strand ein paar Stunden später aus. Und in dieses Wasser springen wir jetzt rein. Hier in unserem Superhostel. Zimmer zeige ich später. Haben wir auch freie Fahrräder zur Verfügung. Und die haben wir uns jetzt genommen und mit denen geht es jetzt auf, mal ein bisschen so die Stadt erkunden. Ich glaube, hier ist der Ort, wo wir morgen Kajak fahren. Wir gehen mal unten hier an den Strand gucken. Das sind da wirklich mal Traumstrände hier. Wunderschön. Und als Backpacker bekommt man dann abends kostenloses Essen. Das ist Chicken Curry mit Reis. Sieht doch gut aus. Guten Appetit, mein Schatz. Dankeschön. Unser Hostel. Jetzt leer. Wir teilen uns das mit 8 Leuten. Da ist Badezimmer, hier ist die Küche. Und hier ist unser Dorm. Das teilen wir uns mit 4 Leuten. Ich mache mal Licht an. Da sind wir zu viert. Naja, sieht demnach aus. Okay. Aber alles gut. Wunderbar. Wir sind sehr zufrieden hier. In knapp 2 Stunden geht meine erste Surfstunde los.
Und wenn er die Kajaks da draußen sieht, das machen wir morgen. Da sind wir für morgen angemeldet. Da fahren wir mit den Kajaks raus zum Delfin. Und jetzt, na, wie gesagt, jetzt geht gleich in 2 Stunden meine Surfschule los, aber bis dahin werde ich hier noch an dem fast menschenleeren Strand ein bisschen baden, na, und ein paar E-Mails schreiben und so. Ich habe ja noch Zeit. Die Welle kriegt mir hier. Meine Surfschule und gleich geht's los. Meine Surfstunde ist beendet, war sehr, sehr anstrengend, aber hat auch unheimlich Spaß gemacht. Wir haben jetzt schön gefrühstückt danach. Naja, jetzt ist Mittag, um 1 oder so. Und jetzt laufen wir, um unser Auto zu holen, um danach nach Nimbim zu fahren. Nimbim ist eine Kifferstadt hier in der Nähe. Aber keine Angst, sie haben eigentlich nicht vor zu kiffen, aber wenn sich was ergibt, mal sehen, wir melden uns. Das ist jetzt unser Auto für die nächsten 24 Stunden. Auf dem Weg nach Nimbim halten wir unser erster Halt hier in Bakwak. Und von hier hat man eine wunderschöne Aussicht. Und da sehen wir auch den Leuchtturm, wo wir morgen früh den Sonnenaufgang sehen werden. Was dann übrigens der erste Sonnenaufgang Australiens ist. Jetzt haben wir es gleich geschafft, sind kurz vor Nimbim. Und gleich geht die Fahrt weiter. So, da liegt jetzt Nimbim vor uns. Die Stadt Nimbim ist bekannt geworden durch ein Festival, was hier 1973 stattfand. Da wurden 2 Festivalteilnehmer verhaftet und die anderen Teilnehmer sind auf die Barrikaden gegangen und zur Polizeistation. Und daraufhin hat die Polizei auch die 2 Verhafteten wieder freigelassen. Und seitdem finden in Nimbim regelmäßig Festivals statt. Und hier wird auch gekifft, was das Zeug nur so hält. Und hier kann man auch an jeder Ecke wohl Gras kaufen. Die Sandalen hätte ich mir um ein Haar gekauft. Aber 17,50 finde ich ein bisschen happig. Ein bisschen verkifft sind auch alle aus, die hier wohnen, herumlaufen. Ein buntes Völkchen hier. Das ist privat, glaube ich. Aber auch hier gibt es ein Schwimmbad. Und ein Spielplatz, also sicherlich auch ganz normale Leute, die hier wohnen. Aber überwiegend sind hier doch wohl das bekiffte Völkchen, das sich hier niedergelassen hat. Drogeninformationszentrum. Die haben hier auch ihre eigenen Regeln. Einheimischen sind, glaube ich, so alles ungefähr unsere Generation. Und das andere sind Touristen. Man kann die sehr gut auseinander. Eine wunderschöne Landschaft, auch hier wieder. Und wieder die kahlen Bäume, dann die ohne Rinde. Jetzt gehen wir hier zu den Killen Falls. Mal gucken, was da lang ist. Wir sind unheimlich spät dran. Wir wollen vorm Dunkeln noch zu Hause sein. Wir hetzen schon wieder rum. Das ist ein wunderschöner Weg hier. Müssen wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und da sind wir bei den Killen Falls. Groß sind die Wasserfälle nun nicht. Das einzige Schöne ist, dass du hier unten herrlich schwimmen kannst. Sicherlich. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen oder ob wir zu spät dran sind.
So, wir sind am Ziel angekommen, da ist er, der Wasserfall. An das Becken hier, wo man schwimmen kann. Da gab ich immer gerade eine Dusche. Und zu Hause, wir haben keine Sorge. Mal schön unter die Dusche. Nach diesem ereignisreichen Tag finden wir jetzt auch hier noch bei uns im Ort, wo wir jetzt noch rüberschlendern und uns alles angucken. So, das war nur auch mal Byron Bay bei Nacht, bevor wir uns jetzt wieder in unsere Betten zurückziehen, weil wir wollen ja morgen früh den Sonnenaufgang sehen, falls er hier zu sehen ist. So, hier sehen wir wahrscheinlich den ersten Aufgang, Sonnenaufgang Australiens wieder mal nicht. Sieht ziemlich bedeckt aus. Aber einen gigantischen Blick hat man von hier. Auch das Kajakfahren ist nicht so einfach, hier wieder reinzukommen. Zwei sind schon umgekippt, die scheinen es jetzt zu schaffen. Nachdem ich heute früh erfolglos ein Surfbrett ausgeliehen hatte, versuchen wir es uns jetzt mit dem Kajak. Wir haben uns jetzt zwei Kajaks gemietet, mit Tour aber. Benedetto hat leider abgesagt, er fährt nicht mit. Erstmal Trockenübungen. So langsam ist die ganze Truppe zusammen. Ich glaube, wir sind 12, 14 Spanisch. Haben schon einige Turtles gesehen. Das war Kajaksurfen eben. Das hat Spaß gemacht. Das ist der östlichste Punkt von Thailand hier. Und der Leuchtturm kann man 50 Kilometer weit leuchten sehen. Ganz hinter meinem Zimmer kann noch ein Gabi. Aber noch ein bisschen. Aber die Sonne ist da. Sicher durch diese große Werte, die umkippt. Was ist das denn eigentlich? Umgekippt. So, da bin ich da. Schön, bist du wieder da. Lebendig. Hallo. War schön. War schön. Ja, und wie? Thanks. Ein ganzer Baum voller Kakadus. Hallo Larry, nice to meet you. So, wir verbringen jetzt noch ein paar Stunden am Pool, bevor unsere Reise weitergeht. Hatten auch hier wieder eine wunderschöne Zeit. Holiday Village nennt sich das. Klasse Sache. So, hier kann man warten, hier lässt sich aushalten, um zwei Stunden auf den Bus zu warten. Gibt schlimmere Orte.